Hallo, ich bin's wieder, Basti von der Tonnerbox und wir sind immer noch in Afrika. Heute malen wir einen Elefanten. Das geht ganz leicht und ich zeige euch, wie es geht. Also, als erstes malt ihr einen Lollipop. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, dann braucht so ein Elefant natürlich auch noch Ohren. Davon zwei Stück. Als nächstes kommen die Stoßzähne. Sind so ein Elefant, hat ja wahnsinnige Stoßzähne. Danach könnt ihr ihm ein paar Augen malen. So. Und dann kommt der Körper. So, der Elefant ist nämlich sehr riesig. Und dann kommen auch schon die Stampfer. Das können ruhig richtig dicke Stampfer sein. Das sind ein paar ordentliche Stampfer. Dann könnt ihr noch ein paar kleine Details machen, zum Beispiel Falten in seinem Rüssel oder seine Zehennägel, ein paar Haare. Tja, und schon ist euer Elefant fertig. Ihr könnt ihm noch einen Namen geben. Ich nenne meinen Elefant. Ich nenne ihn Martin.